MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, CityCard Driving, an diesem wunderschönen Samstag hier auf meinem Kanal HubiFan. Schaut unten mal in die Beschreibung rein, Leute, es wurde alles neu designt, so gesehen. Und ich hoffe, jetzt finden sich alle zurecht, der Link zum Mod und weiß Gott was. Okay, wir starten heute mit dem BMW M6 E63 von der Version 2010 mit manuellem Schaltgetriebe, satten 507 PS bei 7700 Umdrehungen und maximale Geschwindigkeit von 250 km/h. Und ich bin mal gespannt, was das Ding letztendlich leistet. Also ich erwarte mir natürlich viel, wie immer, und damit kann man natürlich auch auf die Schnauze fallen. Aber ich bin guter Dinge. Es kamen ja die Fragen nach ein paar Sportwagen. Der bin ich natürlich nachgegangen und habe ein paar Sportwagen rausgesucht. Ein Ferrari wird jetzt demnächst kommen. Der Bugatti, also den Bugatti eher gesagt, habe ich nicht gefunden. Beziehungsweise noch nicht. Nein, noch habe ich keinen Bug. Da ist Superman-Zeichen hinten drauf. Das ist ja mal richtig geil. Der M6, das Auto ist ja eh schon richtig geil. So, machen wir mal das Licht an. Sehr schicke Beleuchtung. Die Felgen gefallen mir sehr gut. Dann starten wir das Ding mal. Also im Stand hört er sich schon mal richtig geil an. Naja, original hört sich das jetzt nicht an. Ich hoffe, dass er nicht zu tief ist für unsere Teststrecke. Das wäre echt schade, weil wir haben ja echt die Probleme gehabt, dass einige Wagen zu tief sind. So, wir testen jetzt einmal ohne Zeit. Boah. Hört er sich böse an. Wahnsinn. Alle Achtung. Boah. Was geht in diesem Auto bitte ab? Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Alter, zieht der an. Wahnsinn. Okay, kurz runterbremsen. Neue Rekordzeit. 48,423. Alter Schwede. Wie krass ist das Auto bitte? Geil. Einfach nur genial. So, wir testen ihn natürlich auch mal im heiteren Stadtverkehr. 48 Sekunden. Neue Bestzeit.
Schnellste war, glaube ich, 49 Sekunden. Jetzt sind wir schon bei 48. Der Ferrari übertrifft das bestimmt locker. Da wird schon gehupt. Oh, die Sicht nach hinten geht, aber ich dränge mich jetzt einfach mal raus hier. Weil irgendwie muss man ja rauskommen. Hoppala. Achso, viele meinen, ich drücke die Kupplung dauerhaft, weil ja Gas auch nach vorne geht. Nach vorne geht. Das ist nicht durch das Drücken der Kupplung. Kupplung drücken heißt so. Nicht drücken heißt so. Nur für die Leute, die das Bild da unten links falsch verstehen. Im City Car Driving ist es halt spiegelverkehrt. So, wo fahren wir denn hin? Fahren wir zur Autobahn? Ja, ne? Testen wir die Wendigkeit. Dafür müssen wir hier rum. Boah, auch von unten raus. Da kommt immer mehr. Der Sound ist aber auch geil. So richtig bösartig und kernig. So stelle ich mir den Wagen echt vor. Das ist richtig geil. Auch vom Design von innen, ne? Also Wahnsinn. Boah. So, ich habe meinen Heckantrieb nur angemacht. Heißt, alle beide sind dann aus. Also nur noch Heckantrieb, nicht mehr Allrad. Das Fahrzeug hat, glaube ich, Allrad. Wenn ich mich nicht irre, weil er liegt richtig gut auf der Straße. Das Auto wollen wir ja nicht kaputt machen. Also auch zum Ausweichen ist der Wagen super geil gemacht. Alle Achtung. Jetzt juckt mein Fuß. Das ist doch eine Sauerei. So. Ich habe den Allrad nicht ausbekommen, irgendwie. Huch. Nein. Schade. Das wäre eigentlich der richtige Motor für mein Auto. Ich bin zufrieden mit meinem Wagen, aber hey. Das gesehen? Ich habe gerade echt gedacht, das gibt einen Crash. Aber nichts. Okay, so gut sind dann die Bremsen auch nicht. Aha, da ist ja die Autobahn. Endlich gefunden. Ich habe schon gedacht, die finden wir nicht mehr. Nochmal Glück gehabt. Huch, was geht hier ab?
Das war dumm. So, dann gucken wir mal, wie viel geht bei Verkehr. Aber wir fahren immer noch geradeaus. Sehr gut. Ich muss aber zugeben, dafür, dass der Wagen relativ bullig ist, hat, na klar, die ganzen PS, die unter seiner Haube sind, die leisten natürlich ordentlich Druck. Aber trotz allem eine wunderbare Wendigkeit. Wahnsinn. Ich habe diesen Wagen vielleicht einmal in echt gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Kampfmaschine, wie man sieht. Er räumt einfach mal alles aus dem Weg. Also ohne Probleme. Nicht schlecht. So, ich möchte aber den Topspeed noch rauskriegen. Das heißt, wir verlassen einmal ganz kurz das alles und gehen auf die Autobahn. Dazu möchte ich gerne einen... ich nehme den weißen, der gefällt mir. Hatte ich nicht gerade schon weiß? Ich glaube nicht, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Farbe ich vorher hatte. Fuck. Naja, egal. Macht ja nichts. Let's go. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Wagen so leistet an Top-Performance. Hier hat der Modder sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben bei dem Fahrzeug. Hoppla, was war das? War ein kleiner Aussetzer im Boden, glaube ich. Ich glaube, den M6 gibt es da auch von G-Power, oder? Als Hurricane oder so. Oh, vor allem kommt nichts mehr. Das war es? Was heißt das war es? Hey, 244 km/h. Und stabil in der Kurve ohne Ende. Liegt aber auch an den breiten Schlappen, die der drauf hat. Ich glaube, jetzt heben wir ab. Ah, leider nicht. Schade. Ich dachte, wir springen jetzt nochmal, aber bei der Geschwindigkeit haken irgendwie alle Mods. Keine Ahnung warum. Aber es ist eine gute Geschwindigkeit, die der BMW da hinlegt. Das Fahrzeug weigert sich förmlich zu driften. Huch. Oh, haben wir es geschafft? Er rutschte. Immerhin. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. In die andere Richtung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es vielleicht hinbekommen, aber ich glaube eher nicht. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 250 laut Anzeige.
Jetzt leider verlieren wir nochmal Geschwindigkeit. Doch nicht, doch. Sag ich ja. Keine Ahnung warum. Egal. Weiter, weiter, weiter. Wenigstens die Spitzengeschwindigkeit muss erreicht werden. Uns 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 48, 49, 250, sehr schön. Ah, es geht noch was, noch ein bisschen, 251 km/h. Hier stottert es wieder, ist ganz lustig irgendwie. Nur an der Stelle hängt das Spiel. Wir sehen uns im nächsten Part. Wahnsinnswagen, geile Fahrt. Bis dahin, bleibt wie seid, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut.